Daniel, willkommen meine Damen und Herren zu einem weiteren CSGO Overwatch, jetzt auf Cash, für mich das dritte gerade in Folge. Ich bin ja gerade in der Aufnahmesession für den Urlaub und er steht einfach nur rum. Immerhin wieder ein Matchmaking, schon mal sehr schön, es kam auch direkt, es wurde praktisch, 8-0. Die anderen, die unteren drei bei den Gegnern haben 0. Calls. Naja, 13. Was in der 8. Runde, ja, gar nicht unnormal ist, aber, gucken wir uns mal die Geschichte an. Ja, ich mache hier mein Fensterchen wieder an. Also da ist einer in Main drin, schon unter ihm ein Yellow. Da fällt mir direkt ein Spiel ein, das ich auch auf Cash gespielt habe. Ist aber schon ewig her, also ist nicht, dass ich jetzt glaube, das wäre ich. Oh, komm schon. Ich dachte, er ballert jetzt durch die Wand. Da hat meine Freundin ihren Account ganz frisch gehabt und sie hat ein Matchmaking angefangen. Ihr erstes Spiel, glaube ich. Ihr allererstes Spiel. Okay. Und dann musste sie aber los. Ne? Und ich hab ihr erklärt, hey, du kriegst halt... Du wirst halt kurz ausgetimeoutet, wenn du einfach gehst. Da sagt man, ja, dann spiel du das halt für mich fertig. Und ich dachte, ja, okay, gut. Und das war natürlich echt hart. Also das, Ich hab da angefangen und nur mit Digi gespielt. Aber selbst das war ich, also ich habe dann nur noch mit der Hauptpistole, mit der Mainpistol gespielt und meinen Kollegen halt gelegt. Und das war Wahnsinn. Also ich meine natürlich ultimativ unfair, ja. Ich hätte es eher lassen sollen. Ich war jetzt saudumm und blöd und vielleicht habe ich Leute vergrault. Obwohl ich wirklich jetzt nicht auch reingepresst habe oder sowas. War auch nicht nötig. Also ich hätte rückwärts auf die Leute zulaufen können im Zickzack und keiner hätte mich getroffen. Vielleicht ist das ja ein ähnlicher Fall von jemandem, der, drecksäckelig, wie er ist, als ja, mittelguter oder guter Spieler den unteren Bereich unsicher macht, aus Gründen, die wir nicht kennen. Ja, der da wurde angesagt im Eck, ne? Weiß nicht, warum man da nicht dran geht. Obwohl, ich kann das natürlich nachvollziehen. Also ich habe, als ich diese Runde gespielt habe und nach 2-3 Runden so dermaßen am Schisseln war, habe ich natürlich auch geguckt, dass ich am besten gar nichts mache, den Mates zuarbeite und sonst nichts, aber trotzdem wurde ich natürlich kaputt reported, weil wenn dein Instinkt halt dann dementsprechend anspringt, wenn deine ganzen Mates tot sind und du halt dann auf die Gegner zurennst, auch wenn es eine Pistole ist und die AKs haben, in diesem allerersten Spiel, ich nehme an, dass das halt Silver Boys oder vielleicht auch Unranked Leute und das war krass, also da wurde ich auch, oder wurde ihr Account, das ist eigentlich sau dumm, dass ich das gemacht habe, wurde ihr Account sicherlich auch reported. Da war einer dabei, bei den Gegnern, der mit mir hin und her geschrieben hat und gefragt hat, warum ich so gut bin. Und da habe ich ihm die Situation erklärt, ne, dass das eigentlich nicht mein Account ist, dass ich jetzt hier gerade für meine Freundin spiele. Und er war erstaunlich gut, dafür, dass es halt so ein Billo-Spiel war. Er hatte am Ende fast ähnliche Sets wie ich. Aber er war der sich am meisten aufgeregt hat. Also er hat irgendwann gesagt, er glaubt mir das nicht. Er glaubt mir nicht, dass ich nur einfach höher bin vom Rank her und schon länger spiele, sondern ich hacke auf jeden Fall. Er hat ganz feste behauptet, dass ich hacken würde. Und das hier wirkt irgendwie so, oder? Weil die Gegner so komplett lullimäßig rumdümpeln. Und er... Ich weiß nicht, wo er jetzt gerade hackt, ich habe keine Ahnung. Aber dass halt die Kollegen, dass die unteren hier wirklich so nass dastehen. Sowas kann mal passieren. Ich habe auch schon in Runde 11 0 Kills gehabt. Das kann auf jeden Fall passieren. Aber eben waren es ja noch alle drei. Es wirkt so wie jemand, der sich in ein ganz niedriges Spiel eingeklinkt hat. Ich bin auch nicht stolz drauf, auf keinen Fall. Und wie gesagt, im Nachhinein sicherlich dumme Idee, weil mindestens ein Report auf ihren Account dann dadurch kam. saublöd. Ja, aber... Um wieder zurück, um praktisch auf diese Hauptüberlegung zurückzukommen. Wenn du halt jemanden hast, der das Spiel schon auf so eine gewisse Art und Weise ein bisschen beherrscht und der gegen komplette Anfänger spielt, die aber schon mal von Hackern gehört haben, die kommen recht schnell auf den Trichter, dass du hackst. Weil sie wissen gar nicht, wie es aussieht, wenn jemand hackt. Sie wissen auch nicht, wie das ist als Gegner, wenn du umgehackt wirst oder eben nicht. Und die glauben dann halt natürlich, so wie es halt auch viele auf den höheren Elenden machen, dass... Mich hat jemand besiegt, der muss hacken. Jemand ist gut, der hackt. Und ich oder? Habt ihr, vielleicht passe ich auch gerade zu wenig auf, aber erkennt ihr hier gerade irgendeinen Hack? Wir müssen nochmal ganz genau hingucken. Also, die rushen komplett auf B und die Kollegen lassen B offen. Es wirkt wirklich wie so ein Spiel,
Dass die, okay, einer ist auf B. Dass jemand spielt, der sich in die Silber-Elo eingeklinkt hat. Und da ist es halt ein bisschen durchgeführt. Das kann auch einfach ein Gold sein. Selbst ein Gold kann auf der Elo, wenn die Verhältnisse stimmen, ganz gut reinbrechen. Weil halt gerade da unten, das ist nochmal ein dicker Schritt nach ganz unten zur Silber hin. Oben Gold und die AK-Ränge und sowas. Also da haben wir mitunter schon Spiele gehabt, wo wir eben mal kurz geleckt hat. Entweder hat er kurz gelockt oder es hat geleckt. Da hatten wir schon Spiele, da haben Goldleute oder halt zumindest eine einfache AK hat da Lambs und Supremes geregelt. Also war ganz oben. Aber ich habe halt noch nie erlebt, dass ein Silberspieler in der richtigen LEM oder LE Lobby dominiert, also richtig hart dominiert. Das habe ich eigentlich noch nicht gesehen. Ja. Muss er mal gucken. Muss er mal gucken. Es sieht so aus, oder? Oder glaubt ihr, er hat an. Hoppala. Mikrofon umgeboxt. Alles cool. Dude, nimmt's überhaupt auf? Ja, es nimmt auf, sehr gut. Jetzt, wo ich gerade so einen Lauf habe, nehme ich vielleicht direkt noch eins auf, um das jetzt noch zu pressen. Also jetzt, bevor ich in Urlaub bin. Für euch ist wahrscheinlich jetzt diese Woche, in der ich weg bin, schon fast wieder beendet. Das kommt, denke ich, ziemlich am Schluss. Ja. Aber ich denke, ich presse danach gleich noch eins, in der Hoffnung, dass ich gute Fälle habe. Er wackelt auch so komisch rum, Heidenei. Als wenn er mit seiner Maus einfach so rumschwingen würde. Da hinten ballert jemand, den hat er auf jeden Fall gehört, aber der ist schon verschoben, davon weiß er nichts. Oh fuck, rausgetappt. Ich wollte wieder links klicken, um zu einem anderen zu schalten. Das ist so dirm. Also bei der 99 Damage, die übrigens in ein paar Monaten wieder beginnt, habe ich mir es so ein bisschen angewöhnt, durchzuklicken halt dann. Wenn ich tot war, habe ich durchgeklickt, um zu kommentieren, was die Kollegen noch so machen. Weil ich die Spieler übertragen habe. Von den paar Malen, ich meine, ich sterbe ja fast nie, das wisst ihr. Von den paar Malen habe ich jetzt irgendwie voll den Zwang, im Overwatch durchzuklicken. Das habe ich doch früher nicht gehabt. Durchzuklicken und zu schauen, was die anderen machen. Dirm, richtig Dirm. Also ich, oder? Was würdet ihr da sagen, Leute? Ne? Ich drücke dann später das, was ich glaube. Ihr wisst, wie der Hase läuft und ihr schreibt natürlich wieder in die Kommentare, was ihr so schätzt. Ich mache euch auch wieder eine Abstimmung an, so wie bei den letzten dreien, ich hoffe, oder letzten beiden. Ich hoffe, ich habe es nicht vergessen. Ja, und da könnt ihr dann auch nochmal rein abstimmen. Oder kurz gucken, was die anderen so geschrieben haben. Und dann sehen wir weiter, ne? Ja, also, wie gesagt, da ist 14-1, das ist halt echt eine harte Pressung. Wenn jetzt wirklich jemand, ich gehe jetzt mal, oder wenn ich davon ausgehen kann, dass sogar die 4 hier, wie frech, Alter, wie frech. Wenn da halt einige dabei sind, die am Smurfen sind, also wirklich gezielt am Smurfen sind, also sich tatsächlich in einen Low-Account irgendwie gekauft, besorgt haben, um auch ab und an mal ein paar kleine Leute zu bashen, dann ist es wirklich eine freche Sache. Am Ende hat man die Steps jetzt gehört, nochmal so wegen dem Pre-Fire. Ja. Naja. Okay. Ich drücke dann, was ich jetzt glaube, was ich drücke. Und ihr schreibt halt, wie ich es eben schon zweimal gesagt habe, in die, ne, den Knack, pipapo. Gut. Vielen Dank. Ich höre gerade, die Mucke ist aus. What the fuck? Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Likes. Wir sehen uns dann eben im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.